Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zurück hier bei Might and Magic Heroes 7. Yay! Juhu! Ja, es geht weiter. Wir spielen natürlich fleißig weiter und machen, gehen natürlich direkt in den nächsten Kampf. Natürlich. Was ist sonst? Ja, kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Also es kam bisher auch noch kein neues Update, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Oh, was sind das für Viecher? Ich wäre auch mal sehr gern interessiert an eurer Meinung zu dem Spiel. Also wenn ihr mal Lust und Bock habt, mir was in die Kommentare dazu zu schreiben, könnt ihr es gerne mal machen. Wäre ich sehr dankbar. Naja, mal gucken. Also bis jetzt kam, also inhaltstechnisch kam auch noch nicht... Oh, verdammt. Kam jetzt auch nicht mehr. Nein! Wölfchen! Nein! Er hat nur 6. Oh Gott. Ich brauche mal neue Truppen. Neue Truppen. Stirb, elendes, katzenartiges Vieh. Alter. Sind die stark. Die sind stark. Das gibt's ja gar nicht. Kill him! Nicht? Hat nicht mehr. Okay, hat nicht gereicht. Dann nochmal. Yes. Sehr gut. Sehr gut, Zauberer. Magischer Zauberer. Hahaha. Du auch. Du gehst auch drauf. Nein, wollte er nicht. Jetzt aber. Das war's. Der tödliche Treffer. Genau, von meinem Marksman wieder mal. Sehr schön, sehr schön. 14 Lash Sands, okay. Sehr gut. Wölfchen. Ne. Mal lieber auf Defense. Schnapp sie dir. Ha! Da fällt der. Ganz episch fällt er in den Staub. Der Staub. Der Staub ist gerade gut genug für dich. Level up! Yay, Level 4. Wunderschön. Level up. Und 1 plus 1 Defense. So, nächste Fähigkeit. Was habe ich das letzte Mal ausgehört? Dann Move Points bringen. Das? Achso, okay, ja, das stimmt. Ah, ich weiß es nicht. Experience ist eigentlich auch immer schlecht. Ist immer nicht schlecht, Experience, finde ich. Eigentlich ein ziemlich gutes, Oh, eine Goldmine. Schade, schade. Nein! Er ist da kurz davor. Was soll denn das? Na gut, es ist eh eine neue Woche. Mal sehen, was für eine Woche jetzt, was für negative Eigenschaften diesmal haben. Letzte Woche war ja, haben wir ja Abzug von den Materialien gekriegt. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir weniger Movement gekriegt. Mal sehen, es kann ja nur noch negativ werden. Gibt es auch positive Wochen eigentlich, wo man auch mal positive Effekte hat? Wie zum Beispiel mehr Truppen, mehr Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen hier mehr Bewegung. Spiders and Dead Spiders doubled, ja toll. Okay, aber wenigstens ist das Movement nicht mehr verringert. Das ist ja schon mal. Ist ja schon mal etwas. Attacke. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe letzte Runde nie gebaut. Das weiß ich gar nicht. Eieiei, Feuerelementar, oder? Feuerelementar? Nein, Wölfchen! Du Schwein! Du Elendes! Magst du mir? Nee, Legionäri. Blizzard. Hier, Sunbeam. Schnapp ihn dir! Das ein, haben die irgendwie Fähigkeiten? Der letzte Schuss. Zack. Das war's gewesen. Oh. Da löst er sich in Rauch auf. Das kleine Feuerelementar. Jawohl. Läuft. Sehr schön. Erfahrungspunkte. Und hier gibt's doch, glaube ich, noch ein bisschen Magie dazu, ne? Yes, ein Magie. Mit ihr werde ich mal zurückgehen. Ins Lager. Warte mal. Stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. Sie hat doch...
Not enough Mana. Wie viel habe ich denn? Warum lade ich mir das eigentlich nicht auf? Warum kann sie das nicht aufladen? Ah, verdammt. Ah, ich habe den Sunbeam benutzt, ne? Letzte Runde. Egal, der muss ja halt zurücklaufen. Ist ja nie so schlimm. Der kann ja hier noch ein bisschen was machen. Sehr gut. Noch was hier? Bisschen näher ran mal gucken? Nee. Hier unten los. Ja. Und bitte. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf. Ah, Jungfrau. Guten Tag, Jungfrau. Was kann ich für Sie tun? Nein, Wölfchen macht noch, gibt noch Verteidigung. Uiuiuiuiui. Ha, okay, Alter. Mit einem Schlag macht sie tot. Tschüss. Du kannst laufen. Ja, 300 Erfahrungspunkte. 301 ungefähr. Schauen wir mal, was haben wir hier Schönes? Erfahrungspunkte. Magische Sandalen. Noch mehr Erfahrungspunkte. Magische Sandalen. Maximum Movement plus 8, Maximum Movement plus 2 und Magie plus 1. Magister Set. Oh, achso, der hat magische Bohr. Den nehme ich, für den lieber das Magister Set. Guck mal hier. Ah, du kannst Set-Items haben. Guck mal, Items in Set, Magister-Sandalen und Magister-Robe. Set-Bonus, 2 Items, plus 40 Mana Maximum, Alter. Boah, krass. Das ist krass. Das ist richtig cool. Das ist echt nicht schlecht. Da bin ich mal echt begeistert von. Was haben wir hier Schönes? Gate to the Underground. Take a shortcut to the Spirit World to reach a distant place. Aha. Ist ja interessant. Gucken wir uns doch mal glatt an hier. Oh nee, diese scheiß Djinns wieder. Die sind so dermaßen stark. Na toll. Ha, der sitzt jetzt genau dazwischen fest. Na klasse. Increase the Initiative auf der Tage Friendly Catch bei 8 oder Degrees für 3 Dings. Dann machen wir mal lieber den Blizzardo. El Blizzardo! Schnapp ihn hier! Los! Yes! Nein! Aua! Das tat weh! Du Schwein! Oh oh! Ei, ei. Nimm das! Du elender Schuft! Alter. Mach nicht ganz schön fertig. Ah, dafür killt er ihn jetzt. Das war's. Sehr gut. Das nächste dran. Gleich nochmal. Sehr schön. Dieser Zauberer ist Wahnsinn. Echt stark. Vielen Dank, lieber Zauberer. Vielen Dank. Sehr gut. Ist der schon rein? Ja, gucken wir mal, wo es hingeht. Oh, oh, ach Gott, das ist eine Untergrundkarte. Eieieiei. Das ist ja interessant. Sehr, sehr interessant. Gehen wir mal wieder in unser Dörfchen. Daten wir eigentlich hier eigentlich einfach mal alles ab, was wir so haben. Ne? So, das hat die Justikare. Silverback. Rescue all. Das ist alles? Alter, hat das viel Geld gekostet. Oh, oh, oh. Die Tower Defense steht immerhin wieder jetzt mal. Jetzt funktioniert es mal wieder. Gucken, wie lange. Ah, da bin ich immer gespannt hier, was hier noch passiert. Es gibt doch noch eine Untergrundkarte, da hätte ich nicht gedacht. Das kann ja noch richtig lange dauern hier alles. Eigentlich die Karte gar nicht für so groß eingeschätzt. Aber naja, dann werden es halt ein paar mehr Folgen.
Ihr habt euch eingebrockt. Ha, ha, ha. Ah, das Problem ist, ich muss auch immer unterwegs wieder alles einsammeln. Das ist so nervig. Spieler 4 wird wieder nicht fertig. Genau. Sehr schön. So, jetzt habe ich wieder Wort. Ich glaube, ich rekrutiere erstmal die Kreat... Kann ich schon das dritte Building bauen? Ne, 5000. Kriege ich aber 2000 per Gold per A. In der Runde. Ich will aber eigentlich lieber die Kreaturen erstmal alle rekrutieren. Soweit wie es geht. Oh Gott, die kosten so. Kostet alles so viel Geld. Gar nicht genug Kohle. Kann ich irgendwas handeln vielleicht? Schon einen Marktplatz? Eigentlich habe ich schon einen Marktplatz, ne? Müsste ich eigentlich schon irgendwas handeln können. Your Stock. Trade Stock. Ich will eigentlich Geld haben. Genau. Bisschen 1 zu 50. Können wir so 15 verkaufen, oder? Ja, sehr schön. 1 zu 50, 1 zu 100. Da kann ich mal ein bisschen was verkaufen. Auch 1 zu, oh ja, 1 zu 100. Das ist krass. Ja, wir machen gleich mal 20 los hier. Sehr schön. Ist da irgendwas, was teurer ist? Ne, ist anders alles auch 1 zu 100, ne? Hier können wir nochmal 6 Stück verkaufen, also auf 20 runter. 3000. 3000 Dinger. Na, siehst du, jetzt haben wir alles. Sehr schön. Boah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann können wir diese Runde, glaube ich, nicht mehr bilden, ne? Nee. Dann müssen wir das nächste Runde machen. Oder wir kriegen jetzt noch irgendwie Geld. Ah, die sind natürlich... Die sind stark. Die sind stark. Aber das sollten wir schaffen. Wir haben eigentlich genug Mann. Das sollten wir hinkriegen. Sunbeam vielleicht, ein Firebolt. Ja, sollte reichen. Sehr schön. Sehr gut. Das hat gut funktioniert, lieber Zauberer. Das war sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. So, dann ist mein Typ hier dran. Leider komme ich nirgendwo ran. Nein, danach sind die erstmal alle dran. Verdammt. Nein. Wölfchen! Ach, mein Wolf geht irgendwann drauf. Der hat noch 5, ey. Ist nicht so schön. Aber dafür macht er jetzt einen Platz schon mal weiter. Der nächste, bitte. Nochmal. Der nächste. Der leidet ganz schön, ey. Sehr schön. Und nochmal. Reicht nicht. Doch, ja, der reicht. Sehr schön. Ich habe nur einen Wolf verloren oder sowas. So im Großen und Ganzen. Also, 400 Erfahrungspunkte. Und nicht schlecht. Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Quest of Courage. Leadership. Achso, das hat alles irgendwelche Sets? Ne, das hat keine Sets. Das ist aber ein Set-Gegenstand. Item in Set. Quest of Courage, Crystal Shield, White. Items in Set. Mhm. Ja, Leadership plus 10. Das ist schon plus 10. Das ist schon mal gut. Sehr solide.
Wieder ein bisschen Gold. So, sie geht wieder zurück. Können sie schon? Ich weiß immer nicht, wie viel Mana ich habe gerade aktuell. 2 von 10. Ach Gott, die hat ja nur 10 Mana. Ja, kein Wunder, dass sie nicht zaubern kann. Sie hat ja nur 10 Mana. Sieht das schon, hat er das schon besucht? Ne, sie hat schon besucht. Das kann auch gewisset werden, das kann nochmal gewisset werden. Das auch. Joa. Na denn, nächste Runde. Auf geht's. Nächste Runde kann ich jetzt wieder bauen. Das wird super. Sag's euch, das wird der Bringer. Aber naja. Wie gesagt, ist halt noch eine Beta. Man merkt es ja noch, hat es in den letzten Videos ja gesehen, dass es noch relativ viele Kleinigkeiten gibt, die irgendwie verbesserungswürdig sind oder halt noch gemacht werden müssen. Grafisch technisch bin ich halt nicht sicher, ob das jetzt schon das Endergebnis ist. Ich würde es mir nicht wünschen, wenn das grafisch schon das Endergebnis ist, weil dann ist es eher ein Rückschritt vom 6. Teil. Also, das sah besser aus. Definitiv. Ja, rüber mit dir. So auch. Zack. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, was haben wir hier noch? Magische Gilde. Magic Lights. Haben wir jetzt inside the tower in ein Control of Control and only for the player's heroes. Das 4. Ah komm, lieber das 5. vor und dann sieht das schon hier richtig schön aus. Ja, mal gucken, wie weit das jetzt kann. Ist ja noch, ja. Es wird funktionieren, ich denke ich mal. Hatte ich jetzt nicht eigentlich schon mal magietechnisch neue Sachen? Siehst du? Genau. Die Armor. Ach, kostet das so viel Geld. Gut, das kann die teilweise gar nicht benutzen, weil das eigentlich. Das ist ja doof. Die hat das gar nicht benutzen. Also, sie hat das jetzt schon im Magiebuch, oder? Nö. 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 Das ist eigentlich, ach so, weil sie die Level 2 Zauber gar nicht benutzen kann. Ja, das macht natürlich Sinn. Hallo? Du sollst da hin. Fräulein. Wie schon drin hast, habe ich dich gefragt. Nö. Nö, 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 nö. Nee, nee, du sollst hier unten erstmal weitermachen. Jetzt ist Level Up. Sehr schön. Ach ja, das ist das mit dem. Genau. Economic. In his town. Das kann nicht gehen, nur wenn er ein Governor ist. Ah ja. Das ist ein Ship Sailing. Ne, wir nehmen, glaube ich, hier das hier. Bisschen mehr Magie. Dragon Blood. Und hier nochmal 10%. Da bestimmt auch nochmal 10%. Accessibility von Prime Magic. Ja, das ist alles ganz wichtig eigentlich. So, ein bisschen Kohle. Nicht? 650, jawohl. Ein bisschen Kohle. Was ist denn eigentlich der Rally Buff? Für next 3 Combats. Aha, aha. Oh, Mode. Oh ja. 4 Stück. Das könnte hart werden. Dann kann ich eigentlich mal diesen. Ach, der hat diesen Recall-Zauber noch gar nicht. Natural Leadership by 5 until the end of the next battle. Dammit. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt zurück? Und lege ich mir den an. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück. Ich gehe erstmal zurück. Das war mir unten. Aber der geht dann nachher auf jeden Fall unten weiter. Ich muss ja erstmal diesen Recall-Zauber haben. Aber das alles sehen wir natürlich in der nächsten Folge von Heroes of Might and Magic, Heroes 7.
in der Beta-Variante, liebe Freunde. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Captain, meldet mich ab. Ciao.